Hallo ihr Lieben, ich bin fix und fertig, ich komme gerade vom Einkaufen. Ich habe einen Großeinkauf gemacht, jetzt vor Weihnachten. Und ich habe sage und schreibe 2400 Kronen ausgegeben. So viel habe ich noch nie in meinem Leben für Lebensmittel ausgegeben. Zumindest nicht hier in Norwegen. Nein, Deutschland auch nicht. Eigentlich noch nie in meinem Leben. Nicht mal in Schweden, weil da kaufen wir auch manchmal viel ein. Aber ich glaube 2400 ist glaube ich ein Rekord. Ich hatte eigentlich geplant, heute ein Haul zu machen, Food Haul, euch zu zeigen, was ich gekauft habe für Weihnachten und auch so jetzt die Tage vor Weihnachten noch. Ich glaube, mit dem Einkauf kommen wir auf jeden Fall bis 1. Januar hin. Und dann ist da sowieso noch ein paar Tage, dann kriegen wir wieder Haushaltsgeld. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenmenge. Und wie gesagt, der Haul, ich glaube, wenn ich hier wirklich einen Haul mache und alles in die Kamera zeige, was ich gekauft habe, dann werden wir im Leben nicht fertig. Dann wird es ein Stunden-Haul. Deswegen habe ich mir gedacht, ich packe jetzt die Einkäufe aus, komplett. Und dann werde ich die Sachen, die besonders sind oder besonders teuer oder besonders lecker oder besonders weihnachtlich, werde ich euch zeigen und auch erzählen, wie viel ich dafür bezahlt habe. Das ist, glaube ich, das Beste. Ich bin ziemlich außer Atem. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten plus einen Karton. Zum Glück hat ein Mitarbeiter mir geholfen, die Sachen einzupacken. Ich glaube, er hat nicht gesehen, dass ich schwanger bin, aber ich habe so viel gekauft, dass ich den ganzen Verkehr aufgehalten habe. Ja, whatever. Also ich werde die Sachen jetzt mal auspacken und dann werde ich euch ein bisschen was zeigen. Also bis gleich. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. So, jetzt ist der Rieseneinkauf endlich ausgepackt und ich fange mal ganz schnell mit den Tiefkühlsachen an, weil die müssen natürlich in den Gefrierschrank, bevor das alles schmilzt. Also, ich habe gekauft Pommes Noisette, die Dinger, die werden wir zu Weihnachten essen, mit als Hauptgericht. Für eine Tüte habe ich bezahlt 38 Kronen. Dann haben wir hier super leckeres Eis, weil nämlich zum Nachtisch zu Weihnachten gibt es nämlich bei uns Fondant au Chocolat mit Vanilleeis. Deswegen habe ich Sörlands Eis gekauft von Hennig Olsen. Einmal mit Vanillegeschmack und einmal mit Krokant. Das ist mega lecker, das Zeug, ich sag euch das. Und für eine so eine Packung habe ich bezahlt 39 Kronen. Dann zeige ich euch mal den Rest, den ich noch so gekauft habe. Also nicht den Rest, natürlich habe ich das meiste schon weggepackt, aber so die Sachen, die beim letzten Haul zum Beispiel nicht mit dabei waren. Und da fange ich mal an mit einem Cider. Und zwar bin ich ja schwanger, wie ihr wisst, und ich darf keinen Alkohol trinken. Und zu Weihnachten gibt es bei uns eigentlich immer leckeren Wein, also Rotwein oder Weißwein. Und ja, ich muss auf jeden Fall eine Alternative haben. Und es gibt hier eine Mosterei in Östfold und die machen richtig leckeren Saft und Cider. Und da habe ich mir diesen Cider gekauft. Mit Pfirsichgeschmack, sieht halt aus wie Weißwein, ist richtig, richtig lecker. Fast noch besser als Weißwein. Und da habe ich mir zwei Flaschen von dem Bringebärsaft gekauft. Das ist dann so ein bisschen Rotweinersatz. Und für den Cider habe ich, ich muss immer ein bisschen auf meinen Zettel wieder gucken. Für den Cider habe ich 33 Kronen bezahlt und für eine so eine Flasche Bringebärsaft, also Himbeersaft ist das, habe ich 27 Kronen bezahlt. Dann habe ich so als Aufstrich, wir sind ja eigentlich Vegetarier und verzichten ja auch hier und da so ein bisschen auf Milchprodukte. Also wir sind eigentlich so ein bisschen auf dem Weg zum Veganismus. Wir finden, vegan zu leben ist der gesündeste Lebensstil unserer Meinung nach. Trotzdem an Feiertagen und so lassen wir es natürlich krachen und da gibt es sämtlichen Schweinkram. Und deswegen habe ich für mich jetzt auch mal Schweinkram gekauft und das ist nicht mal vegetarisch. Aber es ist kein Fleisch, sondern es ist Fisch. Und zwar habe ich das auch immer super gerne gegessen, Stabö-Lachs. Das ist warm geräucherter Lachs. Das kann man halt auf Brot oder Brötchen essen und das esse ich total gerne. Und naja, Schwangerengelüste und so. Und deswegen habe ich mir das gekauft für Weihnachten als kleinen extra Schmaus. Und für eine so eine Packung, also für eine so eine Dose, bezahlt man hier 27 Kronen pro Stück. Dann brauchen wir, weil wenn meine Mama und meine Schwester kommen am Sonntag, das ist schon in 2 Tagen,
Ich weiß nicht, wenn ich das Video online stelle. Wahrscheinlich sind die dann schon da, die beiden. Aber wir wollen auf jeden Fall Plätzchen backen mit Frieda noch vor Weihnachten, also die kommende Woche. Und dafür brauchte ich noch ein bisschen was, wie zum Beispiel Zucker. Und Melis. Melis ist auf Deutsch Puderzucker, genau. Für den Puderzucker habe ich 10 Kronen bezahlt und für ein Kilo Zucker habe ich 18 Kronen bezahlt, so. Dann habe ich noch ein Kilo Butter gekauft. Nein, ein halbes Kilo. Weil richtige Butterplätzchen, da müssen Butter rein, damit sie auch richtig lecker schmecken. Und für diesen Klotz Butter habe ich... Ein halbes Kilo Butter kostet hier 25 Kronen. Was braucht man noch zum Backen? Natürlich Mehl. Und wir haben hier auch bestimmt noch ein bisschen was an Weizenmehl. Aber ich dachte mir, Mehl kann man nie genug haben, weil wir auch gerne mal Pancakes essen oder... Pfannkuchen, ist ja fast das gleiche. Oder sämtlichen anderen Kram. Und wir backen halt auch ganz gerne mal um die Weihnachtszeit rum. Also habe ich 2 Kilo Mehl gekauft, Weizenmehl, für knapp 20 Kronen. Also 19 Kronen 60. Packe ich das denn hier hin? So. Dann brauchen wir für unseren Nachtisch, ich werde gleich, glaube ich, am Ende des Videos nochmal erzählen, was wir zu Weihnachten essen dieses Jahr. Aber ich zeige euch jetzt einfach erstmal die Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar muss ich für den Nachtisch Bitterschokolade haben. Da kostet eine, das ist extra zum Backen gedacht. Das ist Kochschokolade nennt sich das hier. Von Freya 70%. Und da kostet eine 23,50 Kronen. Also 24 Kronen, so aufgerundet. Dann habe ich noch 2 Sachen, die ich auch im letzten Haul nicht hatte. Weil wir wollen nächste Woche wahrscheinlich Pizza essen. Und Kim isst seine Pizza immer super gerne mit Creme Fraiche anstatt Tomaten auf jeden Fall. Deswegen habe ich einen Becher Creme Fraiche gekauft von Tine für 17 Kronen. Und einen Pott Römme. Das ist so ein bisschen wie saure Sahne. Das ist hier ganz populär. Das essen auch die Norweger auf Waffeln. Also Römme mit Syltetøy. Mega lecker. Und das essen sie halt auch zum sämtlichen anderen Kram, zu Fisch und so. Keine Ahnung. Also Römme ist hier irgendwie ein Lebensmittel, was nicht wegzudenken ist. Und für einen Becher Römme bezahle ich hier knapp 16 Kronen. Und dann habe ich hier noch einen Pott Kichererbsen, die haben wir eigentlich auch immer da. Also Bohnen, Kichererbsen und hier gecrushte Tomaten, ich sage immer gecrushte Tomaten, haben wir eigentlich immer da für irgendwelche schnellen Gerichte oder irgendwas Vegetarisches, irgendeinen Salat oder so. Und für eine so eine Packung Kichererbsen habe ich hier 13 Kronen bezahlt, ungefähr. So, dann, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch, oh ja, das ist zum Backen auch extrem wichtig, und zwar Kanel. Das war nämlich, hatten wir nicht mehr, mussten wir unbedingt haben, und das mache ich auch immer super gerne in meine Pancakes. Ich mache, wenn ich Pancakes mache, die grundsätzlich vegan. Ich habe ein richtig geiles Rezept und da gehört immer noch Zimt mit rein. Deswegen, ja, Zimt. Zimt gekauft. Achso ja, und wie viel habe ich dafür bezahlt? Genau. Kanel habe ich 20 Kronen bezahlt. So, jetzt kommen 2 super leckere Sachen, die für mich jedes Jahr zu Weihnachten dazugehören. Beziehungsweise vielleicht nicht direkt an Weihnachten, aber in der Vorweihnachtszeit. Und zwar ist das Glöck. Und noch ganz wichtig, Pepperkake. Und das natürlich zusammen. Glöck und Pepperkake. Und dann vorm Kamin und dann schön Weihnachtsfilm gucken. Habe ich letztens tatsächlich gemacht, aber ich habe keinen Weihnachtsfilm geguckt, sondern einen Krimi. So, genau, für den Glöck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein bisschen wie Glühwein, bloß es schmeckt ein bisschen anders noch. Es ist ein bisschen wie Saft. Und das mischt man halt auch in einem Verhältnis, in einem 1:2 Verhältnis, glaube ich, mit, naja, was man will, mit Wein. Oder ich mache es halt immer mit Wasser. Und dann kommt da eigentlich noch so ein Zeugs rein wie Mandeln und Rosinen und sowas in den Becher. Das mag ich aber nicht. Ich mag halt keine Rosinen. Deswegen trinke ich das halt einfach so. Und ja, ach so, ja, was der gekostet hat, wollt ihr noch wissen, ne? Knapp 30 Kronen, eine so eine kleine Flasche. Aber damit kommt man ja auch ganz gut hin. Das, also mischt man natürlich dann noch. Und ein so ein Pot Pepperkake, da habe ich mich selber gewundert, wie günstig sie sind. Die hauen sie natürlich raus wie nichts Gutes. Kostet, jetzt haltet euch fest, nicht mal 6 Kronen. 5,80 Kronen. Naja, die runden ja mal auf, also 6 Kronen. 60 Cent. Wahnsinn. So, und dann habe ich noch Marmelade gekauft. Und zwar eine meiner Lieblingsmarmeladen. Und zwar von Nora Jemmelage. Die musste gut bei. Das ist so ganz klein gemuste Erdbeeren. Und ja, ich komme momentan so echt so ein bisschen weg von diesem Nutella-Scheiß. Und esse jetzt mehr Marmelade, was ja auch vegan ist, was auch gut ist.
Und ist halt fruchtig, hat 1000 mal weniger Kalorien und ist halt einfach auch saulecker. Und letztes Mal esse ich super gerne Marmelade, deswegen habe ich das auch gekauft für Frühstück und so. Ich habe noch mehr gesunde Sachen gekauft, die ich jetzt natürlich nicht alle hier zeige, aber das habe ich euch letztes Mal auch nicht gezeigt. Und zwar Trauben ohne Steine. Und die isst Frieda auch immer total gerne. Und es ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen Obst im Haus hat. Und dafür habe ich bezahlt 30 Kronen. Dann habe ich doch wieder ein bisschen Schweinerei gekauft. Und zwar fleischfreie Veggie-Nuggets. Da streiten sich natürlich die Geister. Und ich weiß, dass das nicht gesund ist. Also ihr braucht jetzt gar keine Kommentare darunter zu schreiben. So nach dem Motto, ist ja alles voll ungesund. Ja, aber wir haben auch Weihnachten und da kaufe ich gerne mal Schweinereien. Und zwar sind das diese Dinger hier. Ich habe die noch nicht probiert und ich wollte die ganz gerne ausprobieren. Wir haben auch noch Pommes da und so. Und vielleicht zwischen den Tagen oder Silvester oder so. Schöne Nuggets ohne Fleisch aus dem Labor. Und dann haben wir noch Pizza. Achso, die Nuggets, wie viel die kosten? Ja, das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen. Ich bin ein bisschen zerstreut heute. Die kosten Meat-Free Nuggets. Die kosten 33 Kronen tatsächlich, ja. Und dann haben wir gesagt, dass wir zwischen den Tagen, nein, Quatsch, vor Weihnachten, also die Woche jetzt vor Weihnachten, noch Pizza machen wollen. Da habe ich, damit es schnell geht und ich nicht noch groß was machen muss an Teig, da habe ich einen Fertigteig gekauft. XXL Pizzabönnen. Einmal habe ich den in einem normal, original gekauft und dann gibt es den nochmal in Vollkorn. Also ich habe beide Varianten gekauft. Von Eldorado, genau. Und eine so eine Rolle kostet, das sind so XXL, das hat ein ganzes Blech voll. Der normale kostet jetzt 20 Kronen und der Vollkorn kostet 24 Kronen. Und dann haben wir noch zwei Sachen, auch wieder Schweinkram. Sachen, die Frieda gerne isst. Ich schiebe das jetzt einfach auf Frieda, ich esse es auch gerne. Und zwar haben wir Kartoffelsalat. Aus der Verpackung. Ich bin ja eigentlich immer jemand, wenn ich mir manchmal so Hauls angucke und ich sehe, was die Leute alles kaufen, alles fertig, so Fertigprodukte. Und ich bin eigentlich so jemand, ich esse am liebsten selbstgemachte Sachen. Und ich gebe mir auch Mühe und ich mache auch gerne mal Nudelsalat selber und so. Ich muss mir nicht immer diesen ganzen Fertigscheiß kaufen. Aber ich rechtfertige mich jetzt hier voll. Aber ich jetzt zu Weihnachten und vielleicht auch, weil ich schwanger bin, habe ich so Gelüste und denke so, das ist lecker, das ist lecker. Und ich kaufe einfach so ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Deswegen habe ich auch diesen Kartoffelsalat mitgenommen, weil der ist nämlich auch sehr lecker. Von Delikat. Mir fesch genügte Potete. Und dies. Der Kartoffelsalat kostet 20,50 Kronen. Und jetzt kommt die letzte Schweinerei. Und zwar, das ist auch ganz typisch norwegisch, das ist Fiskekake. Fiskekake sind wie so Fischbuletten oder sowas in der Art. Besteht aus, ich glaube, Mehl, Milch und so ein bisschen Fisch. 65% Fisch. Da steht auch mal drauf, wie viel Prozent Fisch drin ist. Manchmal ist auch mehr drin. Es gibt so verschiedene auch zu kaufen von verschiedenen Firmen. Und in der sind jetzt 65% drin und der Rest ist halt sowas wie Wasser, Öl, Salz, Gewürze. Ist doch kein Mehl oder Milch drin. Ich dachte mal, da wäre irgendwie noch sowas drin. Und wie gesagt, die packt man noch kurz in die Pfanne, wärmt man auf. Die kann es aber auch so essen und die schmecken auch sehr lecker. Ist halt Schweinkram, sage ich immer wieder. Und für eine Packung Fiskekake bezahlt man hier 26 Kronen. So, das war's. Das war's tatsächlich. Also ein kleiner Bruchteil von diesem riesen 2400 Kronen Einkauf, meine Güte. Ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar habe ich eine Kranzekake gekauft. So, das ist ganz wichtig. Das muss ich euch natürlich noch zeigen. Guck mal, ob der Fokus das hier hinkriegt. Eigentlich könnte ich das mal kurz auspacken. Also dieses Kranzekake-Ding, ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, habe ich 124 Kronen bezahlt. Also das Ding ist relativ teuer. Ist halt auch ein ganzer Kuchen. Also das ist so ein Ding. Ist typisch norwegisch. Ich glaube sogar, ich habe mich ja nicht so informiert vorher, aber ich glaube, das ist auch so typisch norwegisch Weihnachten, dass es Kranzekake auch gibt. Ich weiß nicht, ob es so zwischendurch immer oder ob es ein Teil vom Nachtisch nicht. Nachtisch ist meistens Riescreme und so. Aber Kranzekake gehört definitiv mit zum norwegischen Weihnachten. Deswegen habe ich das dieses Jahr einfach auch mal gekauft. Habe ich letztes Jahr nicht gemacht, aber dieses Jahr schon. Und das ist auch extrem lecker, das Ding. Wirklich, schmeckt richtig gut. So, jetzt aber. Jetzt sind wir fertig tatsächlich. Jetzt habe ich auch nichts vergessen. Hoffe ich doch mal. Dann werde ich die restlichen Einkäufe jetzt gleich auch mal wegpacken. Und ihr wollt natürlich noch wissen, das habe ich ja schon eben gesagt, was wir zu Weihnachten essen dieses Jahr. Und zwar wird es dieses Jahr als Vorspeise, wie es aussieht, einen Blattsalat geben. Ganz easy peasy.
mit einem leckeren Dressing dazu, wahrscheinlich irgendwas Richtung Feige oder so. Vielleicht auch mit ein paar Nüssen mit drin und ja, so einen kleinen Salat. Als Hauptspeise, da sind wir uns noch nicht 100% einig, aber es wird wahrscheinlich einen vegetarischen Braten geben oder einen veganen Braten vielleicht auch sogar. Dazu gibt es bei uns eigentlich jedes Jahr Kartoffeln, Rotkohl, Rosenkohl, Kroketten. Für mich sind Kroketten mal ganz wichtig, die gab's, das ist so eine Kindheitserinnerung, die gab es bei uns immer zu Weihnachten. Dann natürlich eine Soße dazu. Rosenkohl, Rotkohl, ich glaube, jetzt habe ich alles. Es kann auch sein, dass ich was vergessen habe, aber ich glaube, das war jetzt so das Grobe auf jeden Fall. Und als Nachtisch gibt es bei uns Fondant au Chocolat mit Vanilleeis. Ich glaube, ich habe das eben auch schon mal gesagt, ne? Und zwar werden wir das selber machen, ein Schokoladenfondant. Also das sind ja diese kleinen Küchlein, die einen flüssigen Kern haben und direkt aus dem Ofen serviert werden und dann so einer schönen Vanilleeiskugel mit dazu. Und es gibt nichts Besseres. Und letztes Jahr gab es bei uns Riescreme. Als Nachtisch, das ist wie Milchreis mit Sahne. Also Sahne wird runtergehoben und dazu gibt es Himbeersoße. Das ist auch mehr so typisch norwegisch auch, dass man das halt zu Weihnachten isst. Und das ist mega lecker, stopft aber extrem doll, weil natürlich durch den Reis und so. Und hatte man hier eine riesen Schüssel und konnte dann die nächsten Tage noch davon essen. Das war's jetzt mit diesem kleinen Video. Ich wollte es jetzt auch gar nicht hier noch weiter unnötig in die Länge ziehen. Ich denke mal, dass ich vor Weihnachten es noch schaffe, einen Vlog hochzuladen, höchstwahrscheinlich. Und falls wir uns doch nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch jetzt schon mal ganz schöne Weihnachten und habt ganz tolle Tage mit euren Liebsten. Und wir sehen uns dann, ja, ganz bald wieder. Also bis dann. Tschüss. Shit, ein halbes Kilo? Ein halbes Kilo? Ein halbes Kilo? Ein halbes Kilo? Oh nein, ich glaube, jetzt habe ich zu wenig gekauft. Ich glaube, ich hätte eigentlich ein Kilo kaufen müssen. Oh shit, jetzt muss ich jetzt gleich erstmal... Das muss ich jetzt gleich erstmal überprüfen. Auf dem Zettel steht, dass ich zwei gekauft habe. Dann habe ich wahrscheinlich einen schon weggepackt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe nämlich ein Kilo Butter eigentlich kaufen sollen. Ach, was erzähle ich hier schon wieder für eine Scheiße? Ah, nee, ich habe aber was vergessen. Wo ist denn das? Ah, da oben. Ich habe übrigens den zweiten Klotz Butter gefunden. Der liegt nämlich doch hier draußen.